Starke fehlen, in Israel fehlten sie, bis du, Deborah, aufstandest, bis du aufstandest, eine Mutter in Israel. Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 28 Tage bis Ostern, heute mit Deborah. Wir springen in eine Zeit, als es in Israel noch keine Könige gab, sondern Richter, die und auch Richterinnen, Richter, die von Gott eingesetzt worden sind, eigentlich immer nach einem ähnlichen Schema. Das Volk wurde Gott untreu, aber Gott erbarmt sich, als sie rufen und setzt eine Person ein, die die Bedrohung wegnimmt, die das Volk rettet aus seinem Unglück. Und so war Deborah eingesetzt als Richterin. Das bedeutet, die ganzen wichtigen oder auch unwichtigen Personen in Israel, viele Männer, sie mussten zu ihr kommen, wo sie unter ihrer Palme saß im Gebirge Ephraim und von ihr den Urteilsspruch empfangen. Sie hat das Volk geleitet und sie war auch sogar eine erfolgreiche Heerführerin gegen eigenen Willen. Denn Barak hat gekniffen und sich nicht getraut im entscheidenden Moment, sodass sie die Führung auch des Heeres mit übernommen hat, erfolgreich übernommen hat. Und so ist uns überliefert das Siegeslied, das Barak und Deborah gemeinsam gesungen haben. Richter Kapitel 5. Wach auf, Deborah, wach auf, sing ein Lied. Mach dich auf, Barak, und führe gefangen deine Gefangenen, Sohn Abinoams. Führe gefangen deine Gefangenen. Hintergrundinformation, das Wort Gefangene und Gefangenschaft ist im Hebräischen identisch. Dieses Wort verweist uns über ein Psalmwort aus Psalm 68, Vers 19 aufs Neue Testament, ja, auf Jesus Christus selbst. Christus im Alten Testament ist er auch zu finden und natürlich zu finden. Das hat er selbst seinen Jüngern klargemacht als der Auferstandene. Psalm 68, Vers 19. Du bist aufgefahren zur Höhe und führtest Gefangene gefangen. Im Kommentar, den ich gelesen habe, steht eben, und führtest die Gefangenschaft gefangen. Führtest also die geistliche Macht, die dich bedrückt und nie klein gehalten hat, führtest du sie gefangen, hast also ihre Macht gebrochen, hast also diese Macht untergeordnet in deinen Herrschaftsbereich. Und aufgegriffen wird das ganze Wort im Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 7 bis 9. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt es anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Von Jesus Christus ist die Rede, der die Macht Satans gebrochen hat, der die Macht Satans über die Menschen gebrochen hat, um sie freizusetzen, frei zu lieben aus seiner Liebe heraus, frei die Menschen zu führen, egal ob diese Führungsposition von einem Mann oder einer Frau bekleidet wird, egal ob in einem Vorstand, in einer Geschäftsführung oder in einem Kirchenvorstand oder Gemeindeleitung. Das macht diese Stelle uns neu klar. Die Frage ist, die ich an dich habe: Wenn du einen Sieg errungen hast, einen Erfolg gefeiert hast, welches Lied singst du? Welches Lied hörst du? Gibt es vielleicht so ein Lied noch gar nicht? Dann such es dir raus. Mach dich auf und bete darüber, welches Lied es sein könnte. Und ich wäre so super dankbar, wenn ich von euch eine Sammlung erstellen könnte von solchen Siegesliedern, von solchen geistlichen Liedern,
die das zum Ausdruck bringen, damit es eine Inspiration sein kann, nicht nur für dich zu Hause alleine, sondern für die ganze Gemeinde. Dazu der Auftrag, lies Richter die Kapitel 4 und 5 und verbringe 15 Minuten mit Jesus, dem Christus, dem Sieger von Golgatha. Sei gesegnet.